Hallo Welt und alle, die sie bevölkern. Heute habe ich ein Pokémon-Team basierend auf den Kontinenten Afrika gebaut und in Rangkämpfen ausprobiert. Welche Pokémon dabei sind und was für witzige Kämpfe heute stattfinden, seht ihr jetzt. Denn in der heutigen Episode sind folgende Pokémon dabei. Farigiraf, Rihorn, Pyroleo, Donphan, Zebritz und Ogapon mit der Fundamentmaske. Da afrikanische Masken eine große Tradition in Zeremonien und Ritualen in vielen der Länder des Kontinents haben. Hier nochmal das Team in der Übersicht sowie der Leitteamcode. Probiert es gerne selbst aus und lasst gerne ein Like sowie ein Abo da. Und damit auf in den ersten Kampf. Los geht's. Okay, los geht der Spaß gegen Boreos, Briduradon, Flatterhaar, Fuegro, Hutsasa und das gute alte Wulaosu. Wahrscheinlich ein Wasser-Wulaosu in diesem Team, da es durchaus ein Regenteam werden könnte. Also sprich mit Regentanz von Boreos. Ja, wir haben heute die interessantesten Pokémon dabei. Ich finde, das Team sieht harmonisch aus. Sehr, sehr passend. Ich mag einfach die Komposition dahinter. Ganz egal, wie stark die Pokémon sind, es passt einfach sehr schön zusammen. Frage ist nur, wie viel wir jetzt damit machen können. Wir haben Schutzbrille gegen Hutsasa, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Neutralschmuck gegen Bedroher. Ich frage mich nur, wie zum Henker wir Briduradon aufhalten sollen. Wir haben Notsituation. Ich glaube, das ist der beste Play, den wir haben. Das müssen wir irgendwie im Late Game rausspielen. Heißt also, wir werden aller Voraussicht nach mit Zebritz, Pyroleo, Donphan und Farigiraf starten. Boah, wenn das gut geht, wäre ich erstaunt. definitiv ein Meta-Team. Ich habe ein bisschen die Hoffnung gehabt, ich komme von der letzten Teamaufnahme direkt, wo ich ja gegen so verrückte Teams gespielt habe. Also zumindest Teams im Sinne von, die man sehr selten sieht. Ich habe ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass ich da weitermachen kann, aber jetzt treffen wir direkt auf ein Meta-Team. Was interessant auch für die letzte Folge Team-Teams gewesen wäre, wie sich da das geschlagen hätte. Mein Gegner hat tatsächlich Hutsasa sofort draußen. Das ist tatsächlich optimal für mich. Ich habe Zebris am Anfang mitgenommen, weil ich gehofft habe, dass tatsächlich Tornadus rauskommt, weil ich da eine sehr effektive Elektroattacke hier reinsetzen kann. Ärgerlich ist nur der Part, dass da Wutpulver kommen kann. Wenn der Terra-Typ Wasser hat, ist es aber egal. Ich könnte Terra-Typ Pflanze spielen, einfach nur um Wutpulver abzuwehren, aber ich sehe nicht, wieso er aktuell Pilzspore auf meinem Pyroleo spielen sollte. Und wenn der Terra-Typ Stahl mit Boreos annimmt, wird Hitzewelle guten Schaden machen. Rückenwind kommt einfach durch. Okay, ich denke mal nicht, dass Hutsasa damit schneller sein wird. Nee, Zebritz ist schneller und Donnerstoß ist tatsächlich eine neue Attacke mit dem DLC. Habt ihr wahrscheinlich noch nicht häufig gesehen, weil sie niemand spielt. Ich wollte sie einfach mal ausprobieren. Ist etwas stärker. Ich habe ganz kurz gedacht, Hitzewelle geht daneben. Reicht leider nicht ganz aus. Okay, krass. Pyroleo wird eingeschläfert. Hätte ich Terra-Typ Pflanze spielen können, hätte ich eine perfekte Runde gehabt. Aber kurz zu Donnerstoß. Donnerstoß ist eine Attacke, die mit dem zweiten DLC dazu gekommen ist. Und ein bisschen stärker. 10 Basisstärke mehr hat als Stromstoß. Dafür hat es aber auch ein bisschen weniger Genauigkeit, das ich euch gleich zeigen kann. Und zwar 95, Stromstoß hat 100 Genauigkeit. Dafür hat, wie gesagt, Stromstoß nur 90 Stärke. Der Unterschied bei den beiden Attacken liegt, dass auch Stromstoß Rückstoßschaden hat. Donnerstoß im Gegensatz, wie man gerade gesehen hat, nicht. Aber sollte die Attacke daneben gehen durch ein Schutzschild abgewehrt werden, bekommt man 50% Schaden. Also ähnlich wie Turmkick. Oder, ja, nee, heißt es Turmkick? Ich glaube, Turmkick heißt die Attacke, ne? Wir gehen mal hier auf Schutzschild eine Runde auszustallen. Ist, glaube ich, nicht schlecht. Und Fun Fact, es gibt nur 4 Pokémon im gesamten Spiel, im gesamten Franchise, die sowohl Geist- als auch Feenattacken, sprich Flatterhaars-Attacken, resisten bzw. eine Immunität haben. Einmal die Afiti-Reihe und einmal Pyroleos-Reihe. Heißt also, Pyroleo ist von der Typenanfälligkeit her, was ein Wink über den Zaunfall von der letzten TMT-Folge ist, von der Typenanfälligkeit ist Pyroleo damit gegen Flatterhaar mit das beste Pokémon, Fun Fact. Aber logischerweise hat Pyroleo nicht die Statusfährte, um das auszugleichen. So, wir wissen, was für eine Attacke kommt. Eine Mondgewalt wird wehtun. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich das durchaus überlebe. Ich könnte auch Offenlegung spielen, aber ich weiß nicht, ob das genügend Schaden macht.
Ich glaube, ich gehe mal auf eine Pferdestärke hier. Aber bei. Gehen wir auf Donnerstoß hier und gehen auf Hitzewelle. Ich könnte aufwachen und wenn Donnerstoß durch... Ah, okay. Ich glaube, Eissturm ist das Beste, was mir passieren könnte. Zebretz könnte trotz Rückenwind von Hutzasters Seite aus immer noch schneller sein, weil ich Neutralschmuck trage. Und leider überlebt das. Und wir haben Vegetarier, by the way. Habe ich komplett vergessen. Wir haben Vegetarier! Wir sind Vegetarier! Stimmt, das habe ich ja komplett vergessen. Vegetarier bedeutet, wir essen Pflanzenattacken auf und bekommen Angriff dazu. Was natürlich perfekt ist. Ja, setzen wir Schutzschild ein und Hitzewelle. Kein Problem für mein Zebritz. Ich habe schon Angst gehabt, eingeschläfert zu werden, aber die Runde ist ja perfekt für mich gelaufen. Neutralschmuck hat den Eissturm abgewehrt und Vegetarier hat Pilzsporer abgewehrt. Also das Best-Case-Szenario. Und das knüpft immer wieder an den Punkt, an den ich in Thementeams sage. Dadurch, dass ich in Thementeams Pokémon spiele, auf die niemand kommt, beziehungsweise die niemand so richtig auf dem Schirm hat, wissen die Leute nicht, was auf sie zukommt. Und das kann ich dann komplett ausnutzen und solche Runden spielen, wo ich einfach mit Zebritz und Pyroleo starte und den Gegner komplett überrolle und mein Gegner hat ein 100%iges Meta-Team. Das kann man 1:1 so spielen. Das ist insane. Das ist ultra beeindruckend. Und er hat nur noch Bridoradon. Wir haben jetzt 4 Pokémon, um Bridoradon aufzuhalten. Das könnte schwer werden. Das ist hier bei weitem noch nicht gewonnen, aber wir müssen unser Bestes geben. Ah, wobei, doch, das hat sehr viel Schaden. Zebritz ist echt cool. Zebritz ist richtig cool. Body Press wird leider reichen, aber nächste Pferdestärke wird wahrscheinlich reichen in Kombination mit Donphan. Die afrikanischen Tiere haben zugeschlagen und zwar richtig kräftig. So, Pferdestärke. Setzen wir Pferdestärke richtig. Und Pferdestärke. Er könnte noch Terra kristallisieren. Das ist noch eine Option, die ihn offen bleibt. Damit müsste er eigentlich eine Runde noch überleben, aber boah, er überlebt noch gerade so. Aber Donphan wird es dann beenden. Dann hat Donphan den letzten Kill bekommen. Body Press nimmt ein zweites Opfer, also noch ein Volltreffer. Der hat gerade 2 Volltreffer bekommen. Das sieht sehr, sehr gut für uns aus. Sehr schön. Das war also richtig gut gelaufen. Richtig, richtig gut gelaufen. Pyroleo und Zebritz haben extrem gute Arbeit gemacht. Mein Gegner ist viel zu passiv auch gestartet. Boreos und Hutzasa sind Support-Pokémon. Ich hatte überhaupt keinen Pressure, dass irgendwie super viel Schaden kommt. Und ich konnte dann super viel Schaden im Gegenzug austeilen. Sofort Boreos rausnehmen, Hutzasa auf rote KP boxen. Und von dort war es dann ein relativ einfaches Spiel. Also sehr, sehr gut gelaufen. Gefällt mir. Sehen wir uns in Runde 2. So, weiter geht's. Und dieses Mal gegen Metagross, Wulaouzu, Flatterhaar, Blutmund, Osaluna, Madame Ogapon mit der Ofenmaske und selbstverständlich ein bisschen Afrika auch im gegnerischen Team, Farigiraf. Ich glaube, hier muss ich tatsächlich Farigiraf selbst mitnehmen, um den Bizarro-Raum zu verhindern. Da würde ich ungern reinlaufen. Das wäre sehr ärgerlich. Ich überlege nur gerade, wie ich überhaupt Ursaluna aufhalten soll, ehrlich gesagt. Ich habe da nicht so viele Pokémon gegen. Ich glaube tatsächlich, mit Pyroleo wieder zu starten, ist ein guter Anfang. Vielleicht dieses Mal Heilspray aktivieren, das wäre auch sehr, sehr vorteilhaft. Mit Schallwelle. Zebritz wird mir hier nicht viel bringen, wenn ich drüber nachdenke. Ich glaube tatsächlich, ich gehe hier mit Farigiraf, nehme Rihorn mit und Donphan. Damit wir Bodenattacken gegen Metagross haben. Mir macht ein bisschen dieses Wulaouzu Sorgen. Wulaouzu und Blutmund Osaluna. Das Ogapon sollte ich unter Kontrolle bekommen. Glaube ich. Das ist ein Feuer-Ogapon. Das macht immer viel Schaden. Aber es ist gerade gut gelaufen. Ich bin sehr, sehr froh, wie wir in diese Thementeam-Folge eingestartet sind. Und das ist okay.
Das ist durchaus okay. So, ich guck mal eben, Terrakristallisierung. Ah, ich weiß jetzt nicht, was für ein Wulauzu das ist, aber ich könnte Terra-Typ Fee auf Haregirov gebrauchen. Gleichzeitig wäre so eine Schallwelle, um das zu triggern, auch nicht schlecht. In Kombination mit Bizarro-Rom. Ich habe das Gefühl, dass er Bizarro-Rom einsetzt. Das macht nur Sinn, wenn er so startet. Und wenn ich meinen Heilspray aktiviere, dann bin ich gut dabei. Ich könnte Terra-Typ Pflanze annehmen, um Pferdestärke oder Fruchtstampfe auszuweichen. Ja, machen wir das. Da kommt Ursaluna, 100%. 100%. Ich kann kein Koreanisch. Ich wusste es doch. Sehr gut. Das heißt, er spielt Bizarro-Rom. Wir haben selber Bizarro-Rom gespielt. Wir setzen das damit zurück und wir machen super viel Schaden. Das einzig Ärgerliche ist die Terra-Kristallisierung. Wobei, ich bekomme immer noch plus einen Spezialangriff und wir haben Terra-Ausbruch. Pflanze, was gut gegen Ursaluna ist. Zumindest solange es nicht Terra-Kristallisiert. Schaden ist in Ordnung. Tyroleo zeigt sich von der besten Seite. Mein Faregirov setzt Bizarro-Rom ein, heißt also, es ist schneller. Und ich gehe mal davon aus, wenn ich Bizarro-Rom spiele, kann er nur Bizarro-Rom spielen, weil das die Attacke mit der niedrigsten Priorität im Spiel ist. Und das ist eine sehr gute Runde für mich gewesen. Eine sehr, sehr gute Runde. Heißt also, wir können jetzt Hitzewelle spielen. Wir könnten auch auf Nummer sicher gehen und Terra-Ausbruch. Aber ich glaube, Hitzewelle mit rechter Hand ist besser. Hiroleo ist definitiv das schnellste Pokémon. Ja, genau deswegen. Das ist Ursaluna, das Terra kristallisiert. Und normalerweise bedeutet eine Terra kristallisierung, dass der Gegner nicht Schutzschild oder Scanner oder Schutzstacheln oder ähnliche Attacken einsetzt. Und rechte Hand Hitzewelle müsste reichen gegen Ursaluna mit plus ein Spezialangriff. Hiroleo. Oh, er geht auch auf rechte Hand. Jetzt wird's spannend. Irgendwer wird Pokémon verlieren. Oder es scheint der Gegner zu sein. Boah, Faregirov überlebt gerade so, schade. Sehr, sehr gut. Pyroleo räumt auf. Das ist der Shit. Haben wir hier ein kleines Pokémon gefunden, das vielleicht doch ein bisschen besser ist als erwartet. Es hat ordentliche Initiativewert, beziehungsweise einen ordentlichen Initiativewert und einen ordentlichen Spezialangriffswert. Und wie gesagt, es gibt nur 4 Pokémon, die wirklich diese Resistenz gegenüber Flatterhaas Step-Attacken haben. So, nochmal Hitzewelle, rechte Hand, ab dafür. Keine Gefangenen heute, der Kampf wurde aufgegeben. Also, es war nicht so einfach, muss man fairerweise sagen. Hätte ich Bizarro-Rom gespielt und der Gegner hätte irgendwie angegriffen, hätte ich meinem Gegner den Bizarro-Rom geschenkt. Also, da musste man schon ein bisschen für arbeiten für den Sieg, aber Pyroleo hat sowas von aufgeräumt, den Gegner komplett zerstört. Und ich glaube, er ist ein Metagross oder hat Metagross ausgewechselt, weil er Angst vor der Feuerattacke hatte und nicht Terra kristallisieren wollte. Perfekt. Runde 2 damit auch erfolgreich absolviert und wir sehen uns gleich schon in Runde 3. So, zu guter Letzt, last but not least, müssen wir gegen Furienblitz, Fuegro, Gortrom, Olanga, Madame Ogapon mit der Brunnenmaske und Demeteros ran. Ein sehr cooles Team, gefällt mir. Das sind 6 coole Pokémon, die zusammen wahrscheinlich sehr, sehr gut funktionieren können. Würde ich tatsächlich auch gerne mal ausprobieren. Vorerst müssen wir es aber hoffentlich besiegen. Bisher sind wir ganz gut durchgekommen. Ogapon und Rihorn hatten bisher wenig Chancen. Donphan konnte sich auch noch nicht so richtig zeigen. Ganz kurz einen Auftritt gehabt in Runde 1. Was tatsächlich bedeuten könnte, dass wir einfach den Bizarro-Modus des Teams ausprobieren. Donphan würde ich so oder so mitnehmen hier. Eissplitter könnte ganz gut funktionieren. Ja, machen wir das. Starten wir auch mit Donphan. Dann spielen wir den Bizarro-Modus zu guter Letzt. Hiroleo hat einen verdammt guten Job gemacht. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und tatsächlich in Runde 1 hat Zebritz auch einiges an Arbeit geleistet. Mit Vegetarier. Ich habe so vergessen, dass ich Vegetarier draufgepackt habe. Aber das hat tatsächlich mir den Kampf deutlich erleichtert. Und Neutralschmuck war auch richtig wichtig gegen Eissturm. Mein Gegner startet relativ stark. Eissplitter. Ich habe extra Terra-Typ Eis auf meinen Donphan gepackt. Mit Eissplitter. Ich weiß aber nicht, ob es reicht, bin ich ehrlich mit euch. Wegen Bedroher. Ohne Bedroher hätte ich sofort probiert, aber
Droa macht das Ganze interessant. So. Wir werden... Bizarro-Raum spielen. Und Terra-Typ Eissplitter. Ich will es probieren. Wir haben heute zwei Kämpfe gewonnen, ganz im Ernst. Ich darf jetzt ein bisschen rumexperimentieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es trotz Bedrohung noch reicht. Wenn nicht, dann ist es so. Bitte reich aus, Donphan. Ah, shit, der Bedroher. Oh, er hat Delegator gespielt. Das ist schlau tatsächlich. Er hat einfach damit gerechnet, dass ich Bizarro-Raum spiele und wollte einfach in den Delegator, sodass er besser den Bizarro-Raum ausspielen kann. Das ist eine komplett solide Strategie, um Bizarro-Raum-Teams zu countern. Aber Eissplitter Donphan hat ihn aufgehalten. Dann war die Terra-Kristallisierung vielleicht ein bisschen Overkill. Aber es hat funktioniert. So, jetzt haben wir ein anderes Problem. Das nennt sich Fuegro. Wir können mit Zauberschein wahrscheinlich ihn rausnehmen und Pferdestärke spielen. Wobei, ich gehe auf Nummer sicher und gehe auf Psycholärm. Zauberschein wird so wenig Schaden an den Incineroar machen. Ich glaube, den Chip-Damage brauche ich nicht. Genau. Ja, so macht es in Ordnung für mich. Wenn ich ein neues Pokémon rausbekomme, umso besser. Sehr guter Schaden. Mal gucken, ob da eine Zitrobeere ist. Keine Zitrobeere. Ich bin nicht gespannt. Wenn er jetzt Flammenblitz einsetzt, hat er sich selbst rausgenommen. Abgangstirade. Okay. Dann würde ich fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Fuegro gleich nicht lange wegbleibt. Er verlässt uns zwar jetzt, aber ich bin ziemlich sicher, er kommt gleich wieder. So die Frage, was kommt rein? Rillaboom, okay. Harigiraf ist unglaublich wichtig, gerade in diesem Matchup. Gut, dass wir ein bisschen geheilt werden. Dankeschön, Rillaboom. Ich wechsle mal in ihn hier rein. Und so komisch das klingt, ich werde Fuegro angreifen rechts. Also ich werde Pferdestärke gegen ein Flug-Pokémon einsetzen, aber ich glaube nicht, dass Demeteros drin bleibt. Er kann keine Grasrutsch und kein Mogelieb spielen, weil Farigiraf draußen ist. Und eigentlich müsste Fuegro rauskommen. Wenn ich Pech habe, kommt er in Gordrom-Slot raus. Aber er kann eigentlich... Also Eissplitter ist ja immer... Sag nicht, er hat Terra-Typ Gift angenommen. Okay, ich wollte gerade sagen. Scheiße, er bleibt drin. Ich habe overpredicted. Das ist schlecht. es ist auch zu gut gelaufen, ne? Er hat Mogelieb gespielt. Er hat Mogelieb gespielt. What? Ich hatte Farigiraf draußen, das hätte ich komplett aufhalten können. Okay, alles klar. Dann gehen wir jetzt auf Notsituation und boxen das Rillaboom auf 47 KP runter. Plus die Recovery, die er gleich durch das Grasfeld bekommt. I guess, gut gespielt. Ich denke mal, da kommt jetzt auch ein Schutzschild von, von ihm. Das ist gut. Also, das hätte eine deutlich schlechtere Runde sein können. Grasrutsche kann nicht durchkommen aufgrund von Schweifrüstung. Jetzt lernt er es auf dem harten Wege. Und Notsituation bedeutet... Sehr viele KP wurden abgezogen, um genau zu sein, sodass Rillaboom 47 hat. Wie gesagt, plus die Recovery. Und ich würde fast behaupten, dass wenn ich jetzt so spiele, dass ich das meiste abdecke, bis auf Fuegro Switch in. Pferdestärke geht daneben. No! Irgendwann trifft Psycholärm, aber das kann ja auch nicht daneben gehen, I guess. Pferdestärke hat 95 Genauigkeit und geht daneben in so einem wichtigen Moment. Es hätte potenziell gereicht und wir hätten sehr gut dastehen können, aber Farigiraf ist tanky zumindest etwas. Tatsächlich ist das Grasfeld ein guter Counter gegen diese Notsituation-Strategie, die ich hier fahre. Verdrehte Dimension ist auch wieder normal. Jetzt wird schwer. Also nicht, dass es gerade schon einfach war, aber Incineroar kommt rein. Macht Sinn. Er wird nicht nochmal Mogelieb spielen.
Er wird auf jeden Fall den Fadegiraf-Slot angreifen. Und Flammblitz wahrscheinlich probieren. Richtig? Mein Ogapon ist in einer guten Situation. Ich frage mich, ob ich den Fokusgurt auf meinen Rihorn beibehalten soll und dann einfach sagen soll, danke für deine Dienste, Fadegiraf. Ich glaube tatsächlich, dass ich das mache. Gehen wir mal auf Zauberschein. Und ja, wir gehen auf Pferdestärke, aber ich bezweifle, dass es durchkommt. Er geht auf Mogelhieb. Hat er noch nie gegen Fadegiraf gespielt? Ich glaube, das ist ein Spieler, der noch nie gegen Fadegiraf gespielt hat. Oder einfach nicht Schweifrüstung kennt. Wie gesagt, wir befinden uns in der Superball-Klasse, aber da müsste man doch schon Fadegiraf gesehen haben. Vor allem, schaut euch sein Team an. Das ist absolut ein legitimes Team. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann nie Berührungspunkte mit VGC hat. Und jeder, der in den letzten Wochen irgendwie irgendwas mitbekommen hat, wird wissen, wie stark Fadegiraf gerade ist. Vielleicht hat er auch damit gerechnet, dass ich wieder auswechsle. Kann ja auch sein. Also, das ist einfach hard predicted. Aber ich schätze, jetzt habe ich wieder den Bizarro-Raum draußen. Gut für mich. Steinhagel von Rihorn. Das ist das einzige Pokémon, das wir zusammen mit Ogapon noch nicht gesehen haben. Wir gehen auf rechte Hand. Wir gehen auf Steinhagel. Und hoffen, dass uns Steinhagel dieses Mal nicht im Stich lässt. So wie Pferdestärke gerade. Und dann wird Ogapon gleich aufräumen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Uegro diese Runde überlebt. Und dann... Mein Rihorn ist langsamer im Bizarro-Raum als sein Rillaboom. Das ist schlecht. Abschlag. Ich hoffe, es reicht aus. Oh, Gott sei Dank. Incineroar rausgenommen. Das ist insane. Also, mein Rihorn schneller ist, also im Bizarro-Raum langsamer als Rillaboom. Als Fuegro hatte ich schon ein bisschen Sorgen, aber als Rillaboom? Okay. Interessant. Ja, wir haben 2 gegen 1 und wir können mit Spotlight noch was machen. Mal gucken, was das letzte Pokémon überhaupt ist. Oh, guck mal, wer da kommt. Das heißt, wir werden uns nicht Terra-Kristallisieren. Wir werden auf jeden Fall Holzgeweiche... Wir werden Schwertanz spielen. Und Steinhagel. Vielleicht kriegen wir einen Flinch. Was? Why? Wieso? Habe ich Bizarro-Raum gespielt? Bin ich blöd? What? Wieso ist mein Rihorn... So viel schneller als Ogapon. Interessant. Ich meine, mit Holzgeweih werde ich mich komplett wieder hochheilen und er kann mich nicht one-shotten, ich habe Robustheit. Also das Spiel sollte eigentlich gewonnen sein, ja, aber interessant. Mein Rihorn, ich hätte nicht Bizarro-Raum spielen dürfen. Das war dann entsprechend ein Fehler sogar, den da nochmal durchzubekommen. Rihorn hätte einfach schon so aufgerollt. Hätte ich schwören können. Also gegen Fuegro, wie gesagt, okay, aber gegen Ogapon und Rillaboom schneller im Bizarro-Raum zu sein, also entsprechend dann langsamer, ist auch interessant. Aber cool, damit haben wir alle Pokémon gesehen und es war eine fantastische Folge. Also die ersten beiden Kämpfe vor allem, die waren insane. Also da haben wirklich Pyroleo, vor allem Pyroleo, richtig gut aufräumen können. Oder Pyroleo und Fadegiraf. Sehr, sehr cooles Team. Probiert es auf jeden Fall selbst aus und ich hoffe, die Folge hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Das war's mit einer weiteren Folge Thementeams. Probiert das Team gerne selbst aus und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen verdammt schönen Tag. Ich bin raus. Peace out.